Hey Freunde und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mache ich mal wieder einen Vlog zu meiner alten Schule. Mir fällt einfach momentan nichts ein, was ich als Video machen könnte. Wenn euch was einfällt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Aber zuerst lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, würde mich natürlich sehr, sehr freuen und unterstützen auf dem Weg zu den 600 Abonnenten. Leute, es ist zu krank, wirklich. Ich habe innerhalb der letzten 28 Tage 237 Abonnenten plus gemacht. Das ist unbeschreiblich. Wirklich. Wirklich. Kuss geht raus an jeden Einzelnen, der mich abonniert hat. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich gleich, wenn ich im Schulgelände bin. Bis gleich. So Leute, ich bin jetzt in der Schule angekommen, aua. Ich guck mal, was die hier so machen. Muss leise sein. Das ist alles so viel Arbeit hier. Das ist alles so viel Arbeit. Das habe ich gemacht, das weiß ich noch. Wegen Olympiastadion und Fernsehturm. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, wobei, das war mein Arbeitskollege, das war ich nicht. Dann hier. Und hier das Letzte. Ja. Gut. Das ist meine Schule, meine alte. Da war ich 4 Jahre drauf. Hier ist der Durchgang. Hier ist die Jungs-Toilette. Da hinten die Mädchentoilette. Leute, und hier ist der Schulhof. Das war damals unser Schulhof, also ist jetzt immer noch. Hier oben die Aula. So unangenehm. Oh ja, das ist an sich meine Schule. Und ich weiß jetzt nicht,
was hier noch groß los ist. So plötzlich was sind wahrscheinlich. 9.10. sind wahrscheinlich noch da. Aber sonst weiß ich auch nicht schon so viel. So, laufe ich mal hier durch. Hier war unsere Küche. Ich kann mich einfach noch eins zu eins dran erinnern. Okay, ich bin raus. Die haben da noch Unterricht. Deswegen gehe ich da jetzt nicht hoch. Ich würde es euch gerne zeigen. Aber nicht, dass ich da. Weil man hat damals immer sehr, sehr leicht was durch diese Türen gehört. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich da jetzt meine Videos aufnehme. Deswegen, ich respektiere das. Leute, Respekt ist ganz wichtig. Und ja. Deswegen, ich habe euch jetzt die Hälfte der Schule gezeigt, inklusive Keller. Da habe ich euch den gesamten gezeigt. Aber ja, sonst so an sich geht's eigentlich ganz fit. Ich werde jetzt übrigens, für die Leute, die es noch nicht wissen, ich streame jetzt ab sofort auf Twitch. Da heiße ich auch x21 Mario. Folgt mir da gerne rein, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im Twitch-Livestream. Ja, was soll ich hier noch groß zu sagen? Ja. Deswegen. Ich gehe dann auch mal wieder raus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Leute, ich bin jetzt draußen. Ey, mir ist so warm. Es ist ungelogen. Hier seht ihr es gerade. Es sind ungelogen 25 Grad. Oder also irgendwas im Dreh zwischen 25. Oder. Also irgendwas im Dreh zwischen 24 und 27. Hier seht ihr die Wettertemperatur jetzt eingeblendet. Es ist so unheimlich scheiße warm. Weil ich bin seit heute früh bin ich unterwegs. Ich war noch nicht einmal zu Hause. Deswegen. Aber ja. Ich wollte jetzt bis ein paar Schüler rauskommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Leute, ich bin am überlegen, soll ich nochmal reingehen? So. Ja, komm, ich geh nochmal rein. Das ist so auf saftig, knaftig. Ja, vielleicht auch nochmal ganz cool, wenn ich reingehe. Ich guck da mal nach. Hier ist unser Schulhof, Leute. Ich denke, das ist zu krass. Alter. Digga, eine Treppe wird hier gleich richtig laut knacken. Ich weiß aber nicht mehr welche. Oh. Da ist die Turnhalle direkt. Da ist Ins. Das ist zu krass. Wirklich. Ich guck mal kurz auf den Stundenplan von meiner alten Klasse. Ich hoffe nicht, dass sie.
die schon zu 16 Uhr zu 13.20 Uhr Schluss hatten. Da frage ich mich, warum ich überhaupt noch hier bin. Sind die nicht in der Turnhalle? Hä? Die hatten doch letzte Woche. Ich denke, ich bin behindert. Ich weiß doch nicht. Na gut, ich würde sagen, ich warte jetzt noch ein bisschen und zeige euch jetzt. Das ist unser Schulhof gewesen. Ich würde jetzt sagen, ich warte jetzt noch hier kurz ein bisschen und dann würde ich sagen, bis gleich. So Leute, also das ist jetzt mit dem Abholen von ein paar Freunden nichts geworden. Die haben eine Projektwoche, deswegen war es da auch so ruhig. Und ja, aber wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst euch einen Like und ein Abo da. Würde mich natürlich sehr freuen, aktiviert die Glocke, um nichts auf dem Kanal zu verpassen. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao, ciao.